Hallo ihr Lieben, ich habe hier heute einen sehr spannenden Gast, nämlich den Heiko Volz. Und der Heiko ist Synchronsprecher, aber auch Kommunikationsfachmann. Ganz genau, was machst du alles? Ja, also ein Tausendsasser haben wir schon vorher festgestellt. Ja, ein Tausendsasser. Also ursprünglich war ich eigentlich oder bin ich immer noch so Social Media, PR, Marketing Berater, bin dann immer mehr so in das Journalistische reingerutscht. Also bin als Journalist, als Redakteur, als Autor tätig und durfte dann Geschichten schreiben für Äffle und Pferdle und wurde dann noch die Synchronstimme vom Äffle. Großartig. Also viele, viele Sachen, die alle irgendwie mit Kommunikation zu tun haben. Und dann bin ich noch beim Fernsehen gelandet, auch als Redakteur und als TV-Moderator. Na, großartig. Ne? Also ein richtiger Spezialist hier bei mir. Ja. Wir gehen mal ganz kurz ans Synchronsprechen. Deine Figur, die holen wir mal hierher, ist das Äffle. Na, ganz kurz, wir zeigen noch eine zweite, damit ihr wisst, wenn ihr vielleicht das Äffle und das Pferdle nicht kennt. Hier, Äffle und Pferdle. Was sind Äffle und Pferdle für die, die vielleicht nicht von hier kommen, uns nicht kennen? Das sind eigentlich die schwäbischen Sympathieträger, das sind so die Kultfiguren. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer war das? War das Kretschmann? Will ich jetzt mir nicht festlegen. Einer aus der Politik hat mal gesagt, das sind die schwäbischen Simpsons. Die schwäbischen Simpsons. Wir sagen aber, die Simpsons sind die amerikanischen Äffle und Pferdle. Sowieso. Ja. Wo treten die auf? Wo findet man die? Wo sieht man die? Früher waren die waren viele Jahre im Fernsehen, also jahrzehntelang. Jetzt sieht man sie in Büchern, im Internet, bei Veranstaltungen. Und der SWR arbeitet auch gerade wieder dran, die ins Programm wieder mit aufzunehmen. Also demnächst schön. Vielleicht wieder im Fernsehen. Das wäre schön. So vergleichbar mit den Mainzelmännchen. Also so als Zwischen... Ja, genau. Also es war früher so, dass die Mainzelmännchen war ja ZDF und ZDF war bundesweit. Mhm. Und ARD waren lauter verschiedene regionalen Programme. Ja. Und wir waren halt damals Baden-Württemberg. Ja, Baden-Württemberg. Und das war dann 2001, hat es nicht mehr funktioniert mit den Schüsseln, mit dem Satellitenfernsehen. Da hat dann die ARD kein regionales Werbeprogramm mehr ausgestrahlt. Und so sind die dann peu à peu weggestorben. Mhm. Und die Mainzelmännchen gibt es halt noch, weil die sind bundesweit. Und die vielleicht bald wieder. Bald wieder, aber dann nicht in der Werbung, sondern die haben dann eher einen kleinen Auftritt, einen kleinen Part vielleicht in der Landesschau. Ah, als Part der Landesschau. Oh, finde ich eine gute Idee. Ja. Ich hoffe, das klappt. Das finde ich eine super Idee. Also zurück zum Synchronsprechen. Also das ist natürlich schon auch eine Herausforderung, so ein Äffle zu spielen. Was machst du denn da, wenn du das Äffle spielst? Also was steckt technisch dahinter? Versetzt du dich da in diese Figur? Absolut. Du bist das Äffle. Du tickst und fühlst wie das Äffle dann. Ja, das ist so. Du versetzt dich in die Rolle, richtig voll hinein, wie ein Schauspieler eigentlich auch. Total, das ist eine Rolle. Und ich habe als Kind, habe ich schon mit den beiden, allerdings, das waren dann so kleine, schlumpfgroße Figuren, mit denen habe ich gespielt. Und mir, also wirklich so die Rollen und auch die Stimmen und mir Geschichten ausgedacht, wobei nichts geplant war. Als Kind ist ja das Tolle, man spielt, es ergibt sich. Ja, ja. Und als wir vor 7, 8 Jahren das erste Mal so mit den Figuren im Studio waren, waren die auch tatsächlich mit dabei. Und wir haben uns wirklich in die Figur reinversetzt. Und wenn das Äffle traurig sein muss, dann sind auch wir traurig. Also wir sind wirklich wie Schauspieler. Okay, wenn du das Äffle, wenn du das Äffle jetzt nicht hast, kannst du aber auch dich fühlen direkt, weil du so viele Jahre machst. Ja. Also du könntest dann auch, weil wir machen mit Schauspielern, also ich war ja früher im Schauspiel als Dozentin tätig, da haben wir dann so Rollenspiel gemacht und gefragt, und das würdest du jetzt am liebsten essen oder so, dann könntest du eine Antwort drauf geben. Banane, ist ja klar. Großartig. Ja. Ja, oder was macht der als Hobby, das müsstest du auch wissen. Ja, da ich mir ja auch die Geschichten ausdenke, laufe ich schon mit so einer rosa-roten Äffle-Pferdle-Brille. Der ist immer dabei. Der ist immer dabei und dann höre ich plötzlich was beim Metzger an der Tankstelle, bei der Post. Und dann greifst du das auf. Eigentlich quasi schon so, ui! Und dann ist es eigentlich schon eine Inspiration und dann, als ob einer von den beiden das gesagt hat und der andere dann darauf reagiert. Das ist ja großartig. Vielleicht, weil ja nicht alle Zuhörer vielleicht das kennen, was das Äffle. Kannst du mir mal als Äffle was erzählen? Äffle zum Beispiel, was machst du denn heute Abend noch? Ui, also heute Abend hocke ich mir aufs Sofa mit dem Pferdle und dann gucke ich mir Fernsehen. Sehr schön. ARD, SWR. Sowieso. Cool. Was machst du da technisch? Also läuft es nur mental oder musst du da wirklich eine Technik anwenden? Nee, ich denke, das ist mental. Das ist eigentlich schon fast automatisch mittlerweile. Okay, das passiert einfach. Früher haben wir uns so ein bisschen eingrooven müssen. Heute gehen wir ins Tonstudio, laufen nach 10 Minuten, manchmal schon wieder raus und sind fertig, weil das geht.
Bis Brezel machen. Man könnte uns nachts wecken und... Und ihr es weitergehen. Ja. Ist es anstrengend? Also ich meine, ui, ach so ungefähr. Also wenn, das ist ja, schon, wenn ich jetzt also 10, ja wenn ich 10 Minuten lang dieses... Ui, ja. Also weil das F hat so was Kratziges in der Stimme. Ja, und du, bei Sprechen beim Einatmen ist ja auch schon auch eine anstrengende Sache. Da ist schon ein bisschen, aber wichtig ist, also wir stehen im Studio. Ah, gut. Und relativ locker... Mit weichen Knien, strecken das Bäuchle raus, sieht gut aus von der Seite. Also das Folger sieht gut aus. Wir sehen beide super aus. Ist auch nicht wichtig. Ja, aber Männer haben es eh leichter als Frauen, den Bauch rausstrecken. Ja, aber in meinem Training immer Bauch rausstrecken, ist ganz wichtig. Und das macht uns eigentlich dann leicht, dass wir das, also wir machen das mittlerweile sehr entspannt. Da guckt man natürlich auch, das fängt ja mit allem an. Man macht davor auch irgendwelche Übungen, so macht die Kehle breit, wie, als ob man gähnt. Aber brauchst du eigentlich alles nicht mehr, weil das jetzt schon. Mache ich, wenn ich im Auto hinfahre, mache ich mal, mach vielleicht A, E, O, U und so, die, so ein bisschen, dass so ein bisschen locker wird, das ist ja alles Resonanz. Und dass man halt nicht so da hockt, sondern schon oh, und Bauch raus und. Und ja, so machen wir das schon. Ach cool. Ja, das die Figuren sind ja auf jeden Fall auch sehr liebevoll. Sie sind humorvoll, aber sie sind liebevoll. Und das sind eigentlich fast alle Puppen. Okay, es gibt bei den Simpsons, die können auch schon mal böse sein. Die sind Butthead. Ja. Die waren richtig böse. Ja, die waren böse, genau. Aber Äffle und Pferdle sind es jetzt überhaupt nicht. Die sind lieb. Die sind sehr lieb. Und das ist ja viele Zeichentrickfiguren, die macht's aus, auch so ein bisschen dieses liebevoll humorvolle. Und ist es so, dass du sagen würdest, das ist ein tolles Mittel, eine Puppe zu nehmen, um in Kommunikation zu treten? Auf jeden Fall. Also ich denke mal, dass es vielen Leuten dann so geht, wie mir auch. Ich mache das ja beruflich, dass ich in die Rolle des Äffle schlüpfe. Aber das fällt dir ja leichter. Du bist ja, das ist wie ein Fasching. Fasching heißt ja hier in Kernstadt, glaube ich. Wie wenn man eine Maske aufzieht und in eine Rolle schlüpft. Da können die und Leute... einfach mal sein darf. Die Leute haben dann, glaube ich, echt das Gefühl, die treten aus sich heraus. Wer da redet, bin jetzt gar nicht ich. Wahrscheinlich sehr gut bei so Ehepaartherapien. Ja, wäre nicht schlecht. Ne? Dann mal die Puppen und die reden. Das sind ja meistens, die Puppen sind dann, stellen dann meistens dann die Schwiegereltern vielleicht da oder so. Schwiegermutter. Liebe Grüße an meine. Ich mag sie gern. Ja, spannend. Also das bedeutet, dass du schon auch eine Beziehung entwickelst zu so einer Puppe, die ist immer bei dir, aber du entwickelst eine Beziehung und auch eine Liebe natürlich zur Figur und kannst auch mit der Figur natürlich andere Sachen vielleicht sagen als Heiko, oder wie ist das? Hättest du manchmal das Bedürfnis im Gespräch, jetzt wäre ich gerns Äffle und würde da meinen Senf dazu geben? Nee, das mache ich auch als Heiko. Das machst du auch als Heiko? Ja, also da bin ich auch schon in unangenehme Situation geraten. Bis hin ins Krankenhaus oder so. Aber also ich kann mir die Klappe nicht halten. Egal, ob ich als Äffle bin, als Äffle oder als Heiko. Sagst ich, du was? Ich sag schon was. Ja. Also, ich glaube, ich habe das Alter auch dafür. Sowieso, wir dürfen nicht sagen, was wir wollen. Mittlerweile darf man sagen. Sollen wir das Forum nutzen hier? Man darf mittlerweile auch irgendwo hinstehen und gar nichts sagen. Das darf man in dem Alter auch. Ja. Und die denken, der wird schon wissen, warum nichts sagt. Ja. Ist das eine Voraussetzung, Synchronsprecher zu werden? Also wenn man es gut machen will, da ein schauspielerisches Talent zu haben? Oder was sind denn so für Voraussetzungen nicht, aber ich denke, das ist auf jeden Fall hilfreich. Also auch als Moderator. Moderator ist ja auch so eine Sache. Das sage ich auch meinen Studenten immer. Die fragen mich immer, hey, gut, was ist denn eigentlich einfach oder was ist schwieriger? Zu moderieren oder ein Schauspieler zu sein? Dann sage ich, ist unterschiedlich. Ich würde sagen, Schauspielen ist einfacher. Da bin ich in der Rolle. Als Moderator musst du authentisch sein. Ich würde es umgekehrt sagen. Ja? Ja, Moderator kann ich vom Herzen her einfach so machen, bleiben, wie ich bin. Und als Schauspieler muss ich dann doch mich den Zwängen des Regisseurs unterwerfen und das so zu machen, wie er das will und dann genau etwas abzurufen. Aber das hat wirklich, bestimmt beides. Es sind unterschiedliche Talente auch, die man braucht. Ja, also viele tun sich leichter. Also je mehr man vielleicht im Leben steht, kann man vielleicht leichter seine eigene Rolle spielen. Aber wenn dann die Kamera angeht, ist es für viele dann plötzlich doch so... Die beiden sprechen ja auch im Dialekt. Ich glaube, ja, die sprechen Schwäbisch. Die sprechen Schwäbisch? Und ich bin ja gar kein Schwabe. Ich weiß nicht, ob du das rausgehört hast. Ich bin ja eigentlich nur ein halber Schwabe. Du bist nur ein halber Schwabe. Und ist das Äffle auch ein halber Schwabe? Oder ist das Äffle ein ganzer Schwabe? Absoluter Vollschwab. Das ist ein Vollschwab. Das ist ein Vollschwab. Der kann richtig breit Schwäbisch... Ja, könnte er, aber die sprechen eigentlich diese Stuttgarter Honoration-Schwäbisch. Die sprechen das so, wie ich das eigentlich nicht will, dass man Ich sage immer, das ist das Bräuninger-Schwäbisch. Ja. Das ist die Verkäuferin, die von der Alp kommt
ja. in der Kosmetikabteilung. Die schon so spricht ein bisschen. Und dann aber dann doch einem in der möchten Sie ein Gückle? Also ja, das ist das Bräuninger Schwäbisch. Mhm. Und so ist es halt auch. Und wir wollen ja mit Äpfle Pferdle jetzt nicht nur die Alb oder Reutling ansprechen. Mhm. Es ist auch schwierig, weil im Schwaben, in Baden-Württemberg, jede Region spricht ja auch anders. Ja. Du merkst ja schon, Böbling, Sindelfingen, Tübingen, Reutling, das ist nur 20 Kilometer weit, das ist anders. Ja, dann gibt es ja auch noch die Badener, die gehören auch zu Baden-Württemberg. Und das ist dann badisch. Das SWR, das dafür, endet dann ja dafür haben wir aber Schlabinchen noch dabei. Schlabinchen hat ja diesen kurpfälzischen, badischen Part. Wer ist Schlabinchen? Die kenne ich gar nicht. Das ist so eine Pudelhündin, die oftmals für ein Schaf gehalten wird, weil die hat so weiße Locken. Ah, und die kommt manchmal zu Besuch. Die ist manchmal, das ist die badische Cousine, die kommt zu Besuch. Und als es zum Zusammenschluss kam zwischen, ich muss über SDR und SWF, jetzt SWR, wollten natürlich die Badener, die Kurpfälzer, die erste Idee war sogar, dass einer von den beiden jetzt nicht mehr Schwäbisch, sondern Badisch schwätzt. Oh. Und dann haben wir gesagt, das geht ja gar nicht. Oh. Dann haben wir gesagt, nee, dann, also das habe nicht ich, das war vor meiner... Da wäre wahrscheinlich viel Protest gekommen. Das war die vorige Generation, die haben aber dann gesagt, nee, da, lieber beißen wir den sauren Apfel und erfinden eine neue Figur. Und das war dann Schlabinchen. Ah, das ist gut, die kommt zu Besuch. Und das war dann auch eine Badnerin, die hat auch Badisch. Und man muss auch sagen, die Badner haben ja nicht nur einen anderen Dialekt, die haben vielleicht auch ein bisschen anderen Wortwitz, einen anderen Humor. Das kannst du als Schwabe gar nicht so... Mm. Ich habe vorher gesagt, ich bin kein Schwabe, das ist auch nur halb richtig. Meine Mutter kam aus Böhmen, also ich habe das ist eigentlich mehr die tschechische Ecke, aber mein Vater, den sie hier kennengelernt hat, im Schwabenländle, der war also Schwarzwälder und mein Opa war Volksschauspieler, Schwäbischer. Also ich großartig. Kann beides, ich okay. kann beides. Du kannst beides und nutzt auch beides im Alltag? Auf jeden Fall, ja. Okay, doch. Du machst dann ab und zu, haust du ein schwäbisches Sprüchlein raus. Ja, so Hardcore-Schwäbisch dann. Also zum Beispiel? Nur nicht Hudler oder Ja. Oder, Spaghetti oder, sind auch bloß Nudler. Ja, oder halt irgendwelche Schimpfwörter. Man kann ja super gut schimpfen. Super. Man kann super gut schimpfen. Nur im Dialekt kann man schimpfen. Schimpfen und auch Dinge... Ja, man kann sie manchmal böse Sachen netter formulieren, aber man kann auch viel mehr, die schwäbische Sprache, glaube ich, hat viel mehr Vokabular als die Hochdeutsche. Definitiv hat sie das. Ich glaube, Hochdeutsch wurde auch nur deshalb erfunden, weil die Schwaben haben so viele unterschiedliche Dialekte, dass die auch sich besser verstehen. Achso, nur für die Schwaben. Nur für die Schwaben. Okay, das lassen wir mal einfach mal so stehen. Großartig. Du bist auch als Dozent unterwegs. Ja. Oder bist du nicht unterwegs, sondern du bist auch Dozent? Ich bin Dozent an der Hochschule, Akademie der Media, und da unterrichte ich dann auch Moderation. Ah, das bringst also Menschen bei, zu moderieren. Konversation und Rhetorik. Ah. Ja, und da, das Wichtigste beim Moderieren ist überhaupt, man kann viel lernen und sich anlesen, aber es ist eigentlich, man muss üben, trainieren, die Hemmung verlieren, über seinen Schatten zu sprechen. Also das ist die Voraussetzung. Man muss Freude haben an der Kommunikation. Und man muss neugierig sein. Absolut. Ich. Also wenn man neugierig ist, ist schon ganz, vorwitzig, ganz viel. Ne? Vorwitzig. Ja, vorwitzig weiß ich gar nicht, aber man muss wenigstens sich interessieren. Man muss richtig wissen wollen. Und das fehlt mir bei richtig guten und bekannten Moderatoren oft. Oftmals sind die aber neugierig genug, können aber nicht zuhören. Ja. Das ist die andere Seite. Aber wenn sie neugierig wären, würden sie das Ergebnis wissen wollen. Ja. Weißt du, wenn ich was wirklich wissen will von dir, dann höre ich zu, weil sonst will ich es nicht wirklich wissen. Und richtig. Die Neugier ist schon, setzt es eigentlich voraus, dass ich es wirklich gierig bin zu wissen. Die wollen eigentlich nur ihr Programm durchziehen, die wollen erste Frage, zweite Frage, dritte Frage. Und da kann es manchmal peinlich werden, wenn plötzlich sogar der Interviewpartner merkt, habe ich doch gerade schon gesagt, was fragt denn der mich nochmal? Ist in der Live-Sendung? Ja, oder wenn die Antwort eigentlich spannend ist und man merkt, da kommt nichts mehr. Und das wäre ein toller Moment, um jetzt ins Gespräch zu kommen. Genau. Und dann haben sie die halt schon auf ihrer nächsten Moderationskarte und sind also schon ich weg. Also ich versuche in meinen Moderationen, ich habe im Kopf auch meine Moderationskarten, ich mache einen Einstieg und dann möchte ich, dass es zum Gespräch kommt. Ja, das ist schön. Es gibt vielleicht Dinge, wo ich dann sage, ja, das muss ich jetzt den Zuschauern wirklich sagen. Mhm. Dann bringe ich das auch noch. Aber wenn du in einer spannenden Geschichte bist, dann kannst du dann einfach das abwürgen und jetzt Frage 2. Ja. Da musst du weitermachen. Da wird es ja eigentlich dann spannend. Ja, das finde ich auch. Du machst auch Werbung, du machst Social Media. Da könnten wir mal drüber reden. Das finde ich auch nochmal spannend, was du darüber denkst. Die Sprache in Social Media ist schon sehr hart geworden, oder? Und da sagt man sich schon Sachen, die man so im direkten Leben so nicht sagen würde. Im Auto sagt man es auch. Im Auto sagt man es auch. Im Auto zu einem anderen Auto. Ja, aber das geht so in alle Bereiche rein, dass man da so einen rauen Ton
hat. Und ja, das ist eigentlich schon ein bisschen seltsam, weil man ist ja eigentlich nicht anonym. Man steht ja mit seinem Namen trotzdem da. Mit Namen stehen die und da. Und trotzdem wird geschimpft und getan. Jetzt beim Auto, im Verkehr, wenn zwei schimpfen, passiert das schon manchmal. Habe ich auch schon erlebt, dass man aussteigt und der andere schnell die Knöpfe drückt, dass man nicht rauszieht und verschüttelt. Das geht im Internet vielleicht nicht so leicht, aber muss da ja schon aufpassen. Da verlieren doch die Leute oftmals die Hemmung und werden dann auch manchmal so ein bisschen beleidigend. Bisschen? Ja, manchmal sogar ein bisschen arg. Also es ist echt, man muss vorsichtig sein. Was ist denn da so dein Rat? Also jetzt gerade mal an junge Menschen, die da viel unterwegs sind in den sozialen Netzwerken. Und wie kann man sich denn da positive Kommunikation bewahren? Tja, vielleicht auf die gute Erziehung seiner Eltern hören. Ne? Also man sollte keinen Unterschied machen. Man sollte andere Leute nicht wehtun, weder über die Sprache noch körperlich. Und man muss die Sprache, das ist ohnehin so ein bisschen, in der Sprache ist eigentlich schon viel mehr Gewalt drin, als wir eigentlich denken. Das geht schon los, indem wir oft in Forderungen reden. Kannst du nicht, mach doch das und so und so. Wir projizieren in der Sprache schon sehr viel auf den anderen, auf den Gegenüber und vernachlässigen eigentlich, man müsste viel mehr über die eigenen Bedürfnisse reden und daraus vielleicht ein Bitten entwickeln, als jetzt Forderungen, du, jetzt räum mal dein Zimmer auf. Also ich finde auch, allein schon das Wort Kommentar impliziert ja auch schon was. Ein Moderator will ja was wissen, der will ja ins Gespräch kommen. Sagst du, man sieht es als Auftakt für ein schönes Gespräch. Aber im Internet geht es ja eigentlich nicht um Gespräche, oder? Man kommentiert nur. Und kommentieren bedeutet ja eigentlich schon, man bewertet was. Ja. Man bewertet, man vergleicht, du bist jetzt besser oder schlechter als der. Und das ist eigentlich auch, da geht es ja eigentlich schon los. Das ist doch schade, oder? Vielleicht wäre doch auch schon das zu ändern, nicht das Kommentar zu nennen, sondern Gesprächsnotiz oder so zu nennen. Damit es, also ich finde, Kommentar impliziert das. Gib mal deinen Senf ab. Richtig, ja. Und wie ist Senf? Du hast recht, Senf ist immer bewertend. Ich sage entweder, habe ich ja auch Daumen hoch oder Daumen runter. Ja, genau. Jetzt habe ich noch ein bisschen mehr Auswahl, kann bei Facebook noch ein Herzchen oder sonst was. Wie in Rom in der Arena, wo man sagt, Gladiator, stirb oder... Das impliziert es, oder? Ja. Und vielleicht ist es auch der Punkt, wo wir sagen müssen, da wäre schön, wenn sich was verändert. Man müsste mehr aus der Bewertungsschiene rauskommen. Und das glaube ich tatsächlich, dass im Social Media das wirklich einen einlädt, bewerten, zu sagen, ich gebe dir jetzt Note 1 bis 6 oder so. Da müsste man wegkommen. Wie kommen wir weg? Man müsste vielleicht müsste man sogar in der Schule schon anfangen, nicht so, sondern irgendwie anders zu bewerten. Da geht es nämlich schon los. Ich meine, die Kids, die wissen das von der Schule, da werden sie schon bewertet. Ich bin immer jetzt ein Dreierkandidat, der hat immer einen Einser, der Streber. Und da fängt man dann schon an. Ja, und vergleichen, wenn man jetzt das Gefühl hat, man ist jetzt besser als der andere, fühlt man sich gut, hat man das Gefühl, man ist schlechter als der andere, fühlt man sich schlecht. Gibt es auch Untersuchungen, die sagen, dass tatsächlich, dass wenn ich einen Post habe mit vielen Likes, dass ich mich dann besser fühle, während nicht da irgendwie... Und ich denke mal, das kann persönlich zu einer Sucht führen. Man macht sich dann abhängig davon, oh, komme ich heim, oh scheiße, was, ich habe kaum Kommentare, ich habe ganz wenig Likes, Scheißtag. Ja, oder dann fängt man auch noch vielleicht an, im Alltag auch noch zu kommentieren und dann wäre es ja furchtbar, oder? Dann kommentieren wir alle nur noch. Ja, dann ist ja der, oh, wie siehst du wieder aus? Rote Hose geht gar nicht. Warst beim Friseur? Nee, sieht man. Ja. Nett. Könnte jetzt echt ein Pferdedialog sein, zum Beispiel. Sehr gut. Was ist so für dich so dein persönliches Herzensanliegen in Bezug auf Kommunikation? Also wenn du jetzt sagen würdest, das ist das, was ich jetzt in die Welt am meisten hinausschreien würde und wo ich denken würde, das wäre schön. Ja, dass die Leute vielleicht sich ein bisschen mehr überlegen, was sie sagen. Ja. Okay. Es würde vielleicht die Kommunikation manchmal etwas verlangsamen, aber dafür kommt auch vielleicht ein bisschen weniger Mist raus, weil sich wirklich vielleicht zu überlegen, was ich jetzt sage, wie kommt es beim anderen an, wie fühlt sich der andere damit, übersteige ich jetzt schon eine Grenze, wo der sich vielleicht dann schlecht fühlt und was macht er dann? Kontert er womöglich, schlägt er gleich zurück? Das heißt schlucken? Du hast vorhin selber gesagt, du schlucken bist jemand, der sich auch gern unbequem ist. Nee, schlucken nicht, aber nicht schlucken, aber viel mehr zu kommunizieren, wie es einem selber geht. Denn letztendlich
ein Mensch ist ja eigentlich auch ein Herdentier oder lebt in einer Gruppe. Und wenn man in einer Gruppe ist, will man Anerkennung, man will eigentlich, dass es allen in der Gruppe gut geht. Und man möchte dann auch nicht der Bösewicht in der Gruppe sein. Mhm. Und wenn ich möchte, dass es allen in der Gruppe gut geht, dann will ich auch gut dastehen in der Gruppe. Mhm. Und wenn ich jetzt innerhalb der Gruppe nur schimpf, dann bringt es gar nichts. Mhm. Wenn ich aber sage, liebe Gruppe, ach, ich habe heute einen harten Tag gehabt, bitte lass mir, ich brauche heute Abend ein bisschen Ruhe. Mhm. Und dann will eigentlich eine gesunde Gruppe, will eigentlich dem helfen und nicht den irgendwie schikanieren. Das heißt, ich Botschaften senden? Ja, es ist natürlich auch so ein bisschen, und da führt natürlich auch das Social Media dazu, dass wir immer mehr aus einer Gruppe rausgerissen werden. Wir leben viel mehr in so einer Anonymität und viele denken vielleicht, ach, ist mir doch egal, was mein Nachbar denkt, was die Familie denkt, ich mache mein Ding. Mhm. Aber eigentlich ist die Gruppe für einen sehr wichtig. Und in einer gesunden Gruppe giftet man sich nicht an. Da will man, dass es einem selber und allen in der Gruppe gut geht. Und wenn es gelingt, dass jeder sagt, was er braucht, dass es ihm gut geht, wird sich so eine Gruppe auch nach jemandem richten, nach allen richten und alle gucken, dass es allen gut geht. Oh, das ist ein schönes Fazit, oder? Wir gucken alle, dass es uns allen gut geht. Ja. In diesem Sinne, guckt, dass es euch allen gut geht. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.